Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, Bitcoin, Kryptowährungen sind natürlich momentan in aller Munde. Und meine Frage an euch lautet, Top oder Flop, wundersame Geldvermehrung oder Gier frisst Hirn, wo liegt die Wahrheit? Und darüber möchte ich mit euch reden. Wenn das euer Thema ist, dann schaut euch doch dieses Video einfach bis zum Ende an. Bis gleich, euer Marco Reus. Ja, zunächst möchte ich mal denjenigen und denjenigen wenigen vor allem gratulieren, die sich mit Kryptowährungen und Bitcoins ja die Taschen voll gemacht haben, die richtig Geld verdient haben. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und das sind aber wenige, wie ich weiß, und auch, wie gesagt, wenige, die von Anfang an dabei waren und dann also auch wirklich hier richtig Geld verdient haben. Worum es mir heute geht, ist ganz einfach, ich möchte euch heute einfach mal zeigen, ja, also wir haben hier eine sensationelle Wertsteigerung bei Kryptowährungen erleben dürfen und also mein E-Mail-Postfach ist mittlerweile voll mit solchen Schlagzeilen, werden Sie noch heute zum Bitcoin-Millionär, steht zum Beispiel hier drauf. Das liegt natürlich daran, dass ich mich mit dem Thema Geldanlage täglich beschäftige und natürlich auch dort unterwegs bin, wo es um das Thema Bitcoins geht. Deswegen erreichen mich natürlich solche E-Mails immer wieder. Und das ist genau der Punkt. Ja? Also der ewige Traum von jedem Menschen ist ja vielleicht ein Stück weit vom Tellerwäscher zum Millionär, ja, mit einem einzigen Investment über Nacht reich werden. Und ja, also die Realität sieht dann doch leider oft ganz anders aus. Und genau aus diesem Grund, ich habe euch eine einzige Geschichte mitgebracht, also weil ich bin ja schon seit Mitte der 1990er Jahre da draußen am Markt aktiv als Anleger unterwegs. Und ich möchte mich mal an die Zeit zurückerinnern, als diese Schlagzeile der Bild-Zeitung im Jahr 2000 die Runde machte, ja, also Geldrausch in Deutschland, ja, ein einziges Thema zeige ich euch zu dem Thema. Wir können über hunderte von Jahren zurückgehen, wo wir bereit waren, ja, für eine bestimmte Sache ganz viel Geld auszugeben. Woran liegt es? Und damals war es ja so, wenn ihr euch zurückerinnert, diejenigen, die dabei waren, ja, es ging um Internet-Technologiewerte, die sensationelle Wertsteigerungen erlebt haben. Und wie so ein Zyklus aussieht, das habe ich euch hier dann mal mitgebracht, so ein typischer Zyklusverlauf, weshalb es dann auch zu einer sensationellen Wertsteigerung kommt, warum dann auch irgendwann ja, die Realität uns einholt. Wie gesagt, wir können hunderte von Jahren zurückgehen. Ja, der Mensch ist immer wieder bereit, in solchen Zyklusphasen dann auch richtig Geld in die Hand zu nehmen, weil er glaubt, da gibt es ein Investment, das in uns ins Unendliche steigt oder ins Unendliche wächst, sein Geld vermehrt, wie gesagt, die wundersame Geldvermehrung. Wie gesagt, ich betone an dieser Stelle auch nochmal, ja, herzlichen Glückwunsch an all diejenigen da draußen, die richtig Kohle verdient haben mit diesem Investment. Super, mein Thema ist es nicht in der Form, ja, also ich möchte einfach nur darüber reden, wie so ein typischer Zyklusverlauf aussieht, wie es mal losgeht, weshalb es dann zur Gier kommt, zur Übertreibung. Ich habe euch das mal mitgebracht und zwar, man kann das also immer wieder verfolgen, ja, also so Geldrausch-Themen, ja, wie diese Technologieblase, Internet und so weiter entstehen ja, oder Bitcoin oder Krypto entstehen ja heute hier immer auf derselben Bühne, auf derselben Ebene. Entscheidend ist für mich, ja, wir müssen einfach mal die Realität finden für diese Kryptowährungen. Also aktuell und wie es auch damals war, sieht es ja so aus, als erstmal kommen diese Dinge auf den Markt. Ja, es ist noch alles vernünftig, es ist vielleicht Optimismus da, dass ich das durchsetzen könnte. Dann kommt es vielleicht zur Aufregung nach dem Nervenkitzel, nachdem die ersten ja, Wertsteigerungen eingefahren wurden, dann vor allem kommen dann die Leute auf den Plan, die dann sagen, Mensch, über Nacht, ja, und jetzt heute legen wir doch an und morgen sind wir Millionär. Und dann kommt die Gier. Ja, und die Gier des Menschen, ja, ist unerschöpflich. Das heißt, viele Menschen in der aktuellen Situation, ja, die jetzt noch investieren, ich habe gestern erst wieder ein Gespräch mit jemandem geführt, der jetzt noch schnell einsteigen wollte, weil er halt auch dabei sein wollte, ist ja nichts entgegenzusetzen, weil es ein überschaubarer Betrag war. Aber der Mensch neigt dazu, jetzt dann bei solchen Preisen zu investieren, weil er der Meinung ist, etwas verpasst zu haben und jetzt noch auf den Zug aufzuspringen. Ja, dann kommt die Euphorie, die sensationelle Blase bildet sich ja hier. Also ich habe das mal dargestellt, ich hoffe, das kann man gut erkennen mit so einer Seifenblase. Oft und meistens platzt sie ja dann, also es war in der Vergangenheit immer so,
und das Ganze ist dann geschürt von Angst, dann schnell raus, Panik bricht aus und die Leute, die hier oben dann eingestiegen sind, ja, verkaufen dann mit Verlust aus Angst, alles zu verlieren. Und genau das ist eben der Punkt auch bei Bitcoins, Kryptowährungen. Wir wissen überhaupt noch viel zu wenig darüber. Wir wissen vor allem auch gar nicht, bleibt das die Zukunft, ist es die Zukunft, diese Blockchain-Technologie, natürlich, wo man sich und wie man sich überall daran beteiligen kann, das soll jetzt überhaupt nicht das Thema sein. Ich mahne einfach nur zur Vorsicht, ja, dass man jetzt vorschnell eine Entscheidung trifft, ja, weil wir sollten doch einfach immer wieder mal aus der Vergangenheit lernen. Und da gibt es einen ganz guten Spruch, den ich immer wieder anwende an dieser Stelle von André Malraux. Ja, wer in der Zukunft lesen will, sollte in der Vergangenheit blättern. Das war ein französischer Philosoph. Und damit fährt man doch meistens richtig gut. Ja, wie gesagt, auch Japan, alle diese Argumente, die da kommen, viele Länder und Zahlungsmittel anerkannt und Japan auch unter anderem. Ja, schauen Sie sich mal Japan an, wie die Staatsverschuldung von Japan aussieht. Vielleicht wird es dann ein bisschen klarer, da möchte ich aber auch nicht drauf eingehen. Ich möchte einfach nur warnen davor, einfach jetzt wieder die gleichen Fehler zu begehen, die man in der Vergangenheit schon gemacht hat. Und deswegen mein Rat an all diejenigen, die glauben, etwas verpasst zu haben, ganz entspannt bleiben. Ja? Die alte Geldregel besagt immer wieder, 3-Speichen-Regel, das haben wir an anderer Stelle schon mehrfach erwähnt. Das Hauptinvestment, ja, eines jeden Menschen sollten echte Werte sein, ja, Weltmarkt abbilden. Ja, das können mit Aktienfonds, gibt es wunderbare Möglichkeiten dazu, ja, einfach den Weltmarkt abzubilden. Beimischung, wie gesagt, wir reden von echten Werten mit innerem Wert, Gold, Edelmetalle in Silberform, meinetwegen Schwellenländer, Immobilien, Small Caps, um nur einige zu nennen. Ja, und dann kann auch Krypto hier natürlich ein kleiner, wie man sagt, Satellit sein, der als Beimischung zum Gesamtvermögen hier angewandt wird, aber niemals den Fehler begehen, sein vieles Geld, das man jetzt vielleicht hier zusammengespart hat, in so ein Investment zu stecken. Wie gesagt, denn die Gefahr einer solchen Blase ist historisch bedingt einfach sehr, sehr groß. Ja, das war es von meiner Seite aus. Darüber wollte ich einfach nur kurz mit euch reden. Bleibt bitte sicher mit eurem Geld. Bis bald, euer Marco Reus.